Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, Freunde. Ich zeige euch noch einmal den Tweet von Will Levis, der vorhin Mayo mit Kaffee getrunken hat. Es ist, ich bleib dabei, ich stelle es mir unfassbar ekelhaft vor. Ihr habt auf Twitter gesagt, ich soll das nach dem Spiel nachmachen. Ich liebe die Community. Ja, offiziell. Aber ich sage, wir machen das jetzt schon, dann habe ich es hinter mir und muss nicht später nach dem Spiel nochmal Kaffee trinken. Und ich habe wirklich keinen Bock. Ich laufe jetzt rüber zu Mattes und Opu. Ihr müsst mir da den Mayo reinmachen, damit ich nicht schummle oder so. Machst du, Mattes. So, erstmal hier, danke für den Kaffee. Ist der warm? Der ist warm, das wird super geil. Das ist ein ganz normaler Kaffee. Das ist, willst du probieren? Auf keinen Fall. Also hast du keine Ahnung. So, Opo, willst du mal? Hast keine Ahnung. Ja, du hast noch nie Kaffee getrunken, manchmal. Au, das war elektrisch. Es ist auf jeden Fall Kaffee. So, jetzt machst du bitte. Ist Kaffee, oder? Ist keine Cola? Nein, es ist Kaffee. So, du hast ja eben gesehen, wie viel Will Levis reingemacht. Cola mit Mayo wäre auch nicht sehr viel besser. Markenzensierte Mayonnaise. Nichts schmeckt besser, als nicht verklagt zu werden. Hab Gnade, ja? Hau rein, Mattes. Gib Gas. Bisschen mehr noch. Doch, reicht. Hey! Ja, wunderbar. Okay, ich halte das ein bisschen schräg. Das sieht aus wie ein. Oh, jetzt hat es auch ein bisschen Glitter rein. Perfekt. Mit Glitter. Boah, Freunde, lecker. Was für eine Sauerei hier. Wieso lacht die Regie? Na, sie lacht nicht. Wenn es wieder hochkommt. Trinkst du auch einen Schluck? Nö. Bitte in die andere Richtung. Warte mal. So. Also. Das sind auch noch Stücke. Ja, was soll ich denn machen? Ich rühre und rühre. Es gibt ja auf Pro7 auch Sendungen, wo Labellos gegessen werden. Also jetzt habt ihr nie so. Auf Will Levis, mein Freund. Danke dafür. Skull. Und die Community. Skull. Auf ein schönes 2023. Das schmeckt echt nicht so schlimm. Boah, nee. Komm. Das sagt der nur, damit wir sagen, oh, ich probiere mal. Nee. Ich schwöre dir, das schmeckt nicht so schlimm. So, gut, alles wenn klar. Ich lüge, sag es in die Kamera. Du lügst. Mach noch ein bisschen rein für Opo, komm. Also ich muss dem Mike leider recht geben. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mir das ich zu dachte, machen. Aber ich habe echt gedacht, wir brauchen jetzt hier einen Eimer nehmen. So, mehr, ist mehr weil Mayo ich im Strahlreiher. Noch ein Schluck. Jetzt ist richtig viel Mayo drin. Komm, einen noch. Komm. Du bist echt gemein. Komm, für die Zuschauer. Ist jetzt schlimmer dann mit mehr Mayo oder geht? Also, das wird mir draußen keiner glauben, aber die Mayo schmeckst du eigentlich gar nicht. Es schmeckt sehr gut. Naja, es sehr ist gut ist jetzt es ist kein mal. Quatsch. Es probiert's zu Hause und ladet's hoch. Mathis, ich bring's jetzt in die Regie, die sollen das auch mal trinken. Augen schmecken auch mit. Ich bin bei überrascht. Mathis wäre ja der Kaffee schon das Jahr Problem. Ist irgendwie 4 Stunden alt und wir haben die erste Erkenntnis. Kaffee mit Mayo, Will Levis, ich nehme alles zurück. Kann man trinken. Das kann man trinken. Kann man machen. Das kann, man kann man muss nackt es nicht über machen. Die Straße rennen. Ich werde jetzt nicht morgen aufstehen springen. Und sagen, jetzt ein Kaffee mit Mayo, aber... Ich bin ein bisschen baff, ehrlicherweise. Ich hätte gedacht, das ist richtig ekelhaft, aber es geht. So, wer hat jetzt gewonnen, liebe Community da draußen? Wer zuletzt lacht, lacht am besten, würde ich sagen. Ich würde sagen, der Rest, der übrig ist, den haben wir aufgehoben für unsere Leiterin der Sendung, für oh ja. Nadja Borchert. Das ist eine gute Übrigens Idee. Nadja große muss auch was Mayonnaise-Verfechterin.